Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und habe natürlich, wenn ich hier vor dem Händler stehe, wieder eine Mod-Vorstellung für euch. Und zwar wieder von Manfred von Austria Agra. Schauen wir mal rein, was der Händler uns heute zeigt. Unter Geräte, unter Tierhaltung haben wir hier ganz hinten unter der Rubrik Austria Agra das Joschkin Aquatrans Fass. Ich schaue mal eben, es gibt ein vergleichbares, damit wir ein bisschen eine Größenvorstellung und die Unterschiede feststellen können. Ach hier. Das Original kostet 9.500 Euro, kann 7.300 Liter fassen und hat ein Eigengewicht von 1,3 Tonnen. Es kann Wasser transportieren. Wenn man hier reinschaut, gibt es nicht allzu viel, was man verändern kann. Man kann die Reifenvariante, nein, den Hersteller, den kann man wechseln. Da gibt es zwei Möglichkeiten und man kann hier, Moment, ich will mal schnell schauen. Doch, wir haben BKT, Fredestein haben wir auch noch. Okay. Unter Trelleborg kann man jetzt auch noch Breitreifen aussuchen. Bei BKT nicht und bei Fredestein auch nicht. Okay. Jetzt schauen wir uns mal den Mod an. Also wir merken uns, das kostet 9.500, 7.300 Liter passen rein. Hier ist der Mod von Manfred. Da haben wir schon mal den Unterschied, den ersten. Hier können wir 45.000 Liter reingeben in dieses Fass. Das Gewicht ist gleich geblieben, das Eigengewicht. Aber wir können nicht nur Wasser transportieren. Wir haben hier auch die Möglichkeit Herbizide, Flüssigdünger, Gülle, Gärreste, Milch, Wasser und auch Diesel zu transportieren. Wenn man einen etwas kleineren Hof hat, dann ist man immer recht froh, wenn man so ein Fass hat, was so eine mittlere Menge fassen kann, egal wovon auch immer. Und da finde ich dieses Fass wirklich richtig, richtig gut und passend. Da es mehr fassen kann als nur die 7000 Liter, ist es natürlich ein wenig teurer, aber nicht so extrem. Wir schauen mal rein. Ja, die Vorlage von diesem Mod von Giants erlaubt es leider nicht, andere Einstellungen hier noch vornehmen zu können. Die bleiben also gleich. Auch hier haben wir die Möglichkeit dieser drei Reifen, Hersteller. Und unter Trelleborg haben wir hier auch noch die Breitreifen auszusuchen. Ich gucke mal eben, bei den anderen Herstellern ist es auch gleich. Also hier waren Manfred leider die Hände gebunden. Er konnte hier nichts weiter einfügen. Lediglich, was ich schon gesagt habe, es passt mehr rein. Und das ist ja schon mal viel wert. Und so würde ich mal sagen, werden wir uns dieses Fass jetzt mal kaufen. Moment. So, und dann schauen wir uns das natürlich im Tageslicht an. Ne? Ja, das ist schon klasse. Also wenn so viel reinpasst, so viele verschiedene Flüssigkeiten, das ist sehr, sehr hilfreich, würde ich mal sagen. Das werde ich mir auf jeden Fall auf meinen Hof stellen. So, da steht das gute Teil. Ja, ich mache mal die Anzeige aus, damit wir besser rangehen können, ohne diese Hand im Weg zu haben vom starken Bauern. Ja, es ist einfach eine ganz normale, gute Qualität, wie man sie jetzt vom LS22 halt auch kennt. Nichts verpixelt, alles klar und deutlich. Ja, ne? Und die Farben sind neutral, grün und gelb. Das ist schon mal viel wert, wenn jetzt rot dabei wäre oder so. Schade, dass man das nicht einfärben kann. Dann könnte man wenigstens diesen Bereich verändern, je nachdem, was man damit transportiert, ne? Aber das ist leider nicht machbar gewesen. Seien wir zufrieden, dass wir alle Flüssigkeiten transportieren können, würde ich mal sagen. Ich sage mal recht vielen Dank, Manfred. Vielen Dank für dieses Fass, was so vielseitig verwendbar ist und so eine gute Menge Flüssigkeit hineinpasst. Ja, meine lieben Zuschauer, sehr, sehr viel mehr gibt es dafür jetzt nicht zu sagen.
Falls es euch gefallen hat, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe, freue ich mich natürlich über einen Daumen von euch und Manfred und ich, wir freuen uns auch über einen Kommentar. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf und bleibt gesund und mir gewogen. Liebe, liebe Grüße an euch alle. Eure Maritzel.